YouTube, willkommen zu einem, ja, mal etwas ganz anderem Video von mir. Was heißt etwas ganz anderem, aber, ne? Ich hatte im letzten Video schon mal angekündigt, also nicht im Unboxing-Video von Mandy, von der Ultimate Edition von Mandy, sondern im, im Update-Video davor, dass ich noch ein Video auf jeden Fall drehen werde, wo ich ja noch sendende Post aus England bekomme. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte heute eigentlich, bin gerade von der Arbeit wiedergekommen, wollte eigentlich nur den Sendestatus nachgucken und siehe da, auf einmal kam Hermes. Also, was soll ich jetzt großartig sagen? Es ging doch schneller als gedacht. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also dafür, dass es jetzt doch ein größeres Paket ist, hätte ich jetzt gedacht, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ich hatte es jetzt vor, ich sage jetzt mal gut einer Woche, hatte ich es bestellt. Und ist jetzt da. Also kann ich jetzt echt nichts gegen sagen. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, kann man auch noch jetzt hier noch ganz gut erkennen. Mache ich euch gleich mal von dieser Seite auf. Beziehungsweise müsste ja eigentlich hier vorne ausgehen. Habe ich so ein dickes Paket bekommen. Das gute Paket wiegt 9,6 Kilo ungefähr. Moment, das muss ich gerade mal gucken. Steht hier auf jeden Fall auch drauf. Ja, 9,6 Kilo. Jetzt muss ich gerade gucken, steht hier sogar das Versanddatum? Ja, Datum 30.11. Also ich habe, wie gesagt, am 30.11. habe ich es gekauft. Dann hat er es auch sofort verschickt. Und eben halt jetzt am... jetzt muss ich gerade gucken, wir haben heute den 18.12., ne? Ja, heute ist der 18.12. Habe ich es gekriegt. Ja, ist eben halt von der Firma Leaven. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Leaven Resources oder Leaven Resources. Ja, packen wir jetzt das gute Ding erstmal aus. Gucken, ob ich es jetzt auch so rausbekomme, so wie ich das gerne haben möchte. Extra schon ein Cuttermesser bereitgestellt. Ich bin auch, wenn ich es richtig gesehen habe, der erste in Deutschland, der das überhaupt, dieses gute Stück hat. Gucken, ob ich es jetzt so rausbekomme. Mal sehen, weil das ist doch ein bisschen schwerer, wie gedacht. Oh Gott, hier ist sogar noch der Original Hongkong-Aufkleber drauf. Das ist ja schon mal viel wert. Na, komm raus. Schönes, da sehe ich doch was Schönes. Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das wirklich in den Händen halte. Irgendwann mal. Hört man aber erstmal mal wieder zu, weil das ist ja jetzt. Boah. Boah. Alleine schon die Größe. Wahnsinn. Wahnsinn. Gott, hier geht es schon auf, okay. Ja gut, das muss ich nachher mal gucken, wie ich da wieder zukriege. Und zwar haben wir hier den von der Firma Leaven Resources oder Leaven Resources Atlas, auch besser bekannt als Optimus Prime. So ein riesen Wemser habe ich noch nie gesehen. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken, warum sich das jetzt hier unten gelöst hat. Ach so, das ist... Ah, alles klar. Das ist so dann eigentlich so reingesteckt. Ja, das muss ich mal... Das werde ich mal kleben, weil das hält ja... Das hält so nicht. Das werde ich mal mit Kleber festmachen und... hier ist schon irgendwas... Hier ist schon irgendwas... Ja, gucken, was das ist, keine Ahnung. Ich hoffe mal, das ist nichts kaputt. Aber eigentlich hat er mir geschrieben, das wäre in einem sehr guten Zustand. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Beziehungsweise es ist eigentlich neu. Haben wir hier zum ersten Mal. Ich mache es jetzt einfach mal von der Seite, weil es ist einfacher, weil es hier ja schon so offen ist. Haben wir jetzt erstmal hier zuallererst, was mir entgegenkam. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein kleines Plastikteil, mal gucken, vielleicht ist es irgendwo verbaut, ich weiß es nicht. Zum einen haben wir erstmal hier eine Limitierungskarte.
Finde ich echt, finde ich richtig schick gemacht. Sehen wir so, so eine EC-Kartengröße mäßig. Wir sehen mal auch hier von Leven Resources Atlas. Hier steht drauf LC0620. Ich meine, das Ding ist limitiert auf 1000 Stück. Ich weiß es auch nicht genau. Aber also ich finde es cool gemacht, dass eben mal dann so eine mit so einer Karte mit bei ist. Legen wir es erstmal hier mit hin. Und dann haben wir hier, ja, einige nennen es ein Mini-Poster. Und zwar einmal hier. Vom guten Optimus Prime. Auf der anderen Seite nennen es einige eine, ich glaube 48 Punkte Anleitung, wie man aus dem Truck den Optimus Prime fertigt. Ja, ich werde das jetzt gleich mal Stück für Stück durchgehen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht den Rahmen sprengt, dieses Videos, aber ich werde mein Bestes geben, dass es irgendwie, ja, dass ich es hinbekomme. Auf jeden Fall ist hier auch was sein mit Englisch. Also das ist schon, beziehungsweise es ist ja anhand von Bildern erklärt, wie man es machen muss, sagen wir es mal so. Jetzt packen wir erstmal ein ganz gutes Stück mal aus, beziehungsweise ich guck mal, ob ich das jetzt so rausbekomme. Ja, hier muss man sich nicht dran wundern, hier ist ein bisschen an der Verpackung ist hier ein bisschen eingedutscht. Mal gucken, ob man das so sehen kann. Hier. Aber so wie ich das im Internet gesehen habe, sehen die Verpackungen aus weil in Amerika und sowas sehen die alle so aus. Also jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das jetzt so hinkriege, wie ich das gerne hätte. Ja, da kommt doch schon was. Da kommt doch schon was. So, mal eben gucken, wie mir das umfällt. So, dann werde ich jetzt erstmal die Verpackung wegtun. Also man sieht schon, es ist ein ganz dicker Batzen voll von, Styropor-Abdeckung. Ich glaube, ich bin sogar so richtig, soweit. Fangen wir mal an, hier ein bisschen was auszupacken. Und zwar kommt hier zum einen, mal gucken, ob ich jetzt diese Styroporlinge rauskriege, ist hier eben halt hier immer so in formgepackte Styropor-Einheitsdinger. Beziehungsweise jetzt muss ich gerade mal gucken, kann ich sogar die schon runternehmen? Nee, das kann ich gar nicht. Fangen wir jetzt erstmal hiermit an, weil das finde ich schon, das finde ich sowieso den geilsten Scheiß ever. Gucken wir, ob ich so rausbekomme. Ja, ist doch relativ eng eingepackt. Ja doch, jetzt kommt's aber. Und zwar ist das Optimus Primes Blaster. Also man sieht schon, ich halte das Ding so in der Hand. Also man sieht schon, was für eine Größe dieses Viech nachher hat, wenn er transformiert ist. Man kann die Waffe meines Wissens auch irgendwie zu... Ah, alles klar. Da gibt es doch irgendeinen Trick bei, glaube ich. Ah, alles klar, so. Ah, so kann man sie, ich sag mal, kompakter machen. richtig cool. Und dann kann man eben halt hier... Oder auch nicht? Doch. Nee. Wo macht man das denn jetzt wieder rückgängig? Mal hingucken. Ah, einfach hier drauf drücken. Alles klar. Also nochmal für ganz Doofe, so wie mich. Einfach hier... Nee, das will er jetzt nicht. Wieso will er das jetzt wieder nicht? So, also so zusammendrücken, ein bisschen, und dann kann man einfach hier hinten so ein Knopfmechanismus. Also ich finde das schon mal, das finde ich schon mal mega geil. Also das ist schon mal wirklich mega geil. Ich glaube, hier ist sogar noch so ein Batteriefach. Also hier kann man auch noch so Knopfzieherbatterien reintun.
Da weiß ich jetzt aber nicht genau, wie man das rausmacht. Das muss ich mich mal mit beschäftigen, wenn ich aber ganz viel Zeit habe. Aber so alleine das Ding ist schon mal der Oberknaller. Also wirklich der Burner. So, dann hatte ich ja gerade hier nochmal so ein Teil rausgeholt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das so rausbekomme. Weil das wird jetzt. Ob man das so rausbekommt, ist richtig. Ja, wow. Und alleine das Ding ist schon mega schwer. Alter Falter. Boah. Das ist die Matrix of Leadership. Aber Alter. Das Ding ist ja mega schwer. Also ohne Scheiß. Also richtig, das Ding ist richtig schwer. Das ist auch, glaube ich, komplett aus Metall gemacht. Übelst, also wirklich übelst schwer. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Da steht hier sogar drauf, wie man da die Batterie reinmacht. Ah, da kann man das raus. Ah, rausnehmen, Batterie reinsetzen. Ah, alles klar. Aber. Sau geil. Sau geil. Aber, ey, also richtig, also, wenn ich jetzt sagen müsste, wie viel das wiegt, also es wiegt schon, boah. Ja, kann ich jetzt gar nicht ganz schwer sagen. Auf jeden Fall wiegt das einiges. Also das ist schon nicht ohne. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier noch? Mal gucken. Das müssten dann die. Ah ja. Das sind auch weit unten drin, da die Dinger. Eben gucken. Und zwar sind das seine, ich sage, ich höre jetzt mal nur einen raus. Das ist hier ach Gott, wie schimpfen die sich noch? Genau, die Schornsteine vom Truck Mode. Aber mega. Das Geile finde ich, das habe ich auch nur durch ein Video bei YouTube gesehen, von einem Amerikaner, glaube ich, oder so. Man kann hier das sogar noch abnehmen, hier unten den Boden. Und dann kann man. Das, was ich natürlich jetzt gerade nicht hinkriege. Na, eigentlich kann man das, aber ist egal. Man könnte jetzt hier dieses Riffel, ich sage jetzt mal diese Luftschlitzdinger, das könnte man abnehmen und dann auch so platzieren. Aber das sieht für mich so viel geiler aus, also davon mal ab. Davon jetzt eben halt zwei Stück. Ich habe jetzt so hier den einen erstmal rausgenommen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den anderen jetzt so auch noch rausbekomme. Aber was ich immer halt gut finde, dass eben halt überall hier diese Styroporabdeckungen drin sind, die man ja auch schon von, ich sage jetzt mal, den ganzen 3A-Figuren und sowas kennt, aber das ist schon echt gut verarbeitet. Und eben halt hier dann auch. Und die Dinger wiegen auch ganz schön viel. Also es ist schon richtig massives Metall. Also das ist schon, wie heißt das? Man nennt es auch Diecast oder Diecast. Aber übelst, übelst. Und jetzt kommen wir zum. Oh, leck mich doch. Jetzt kommen wir zum Haupt. Des Pudels Kern, sagen wir es mal so. Sorry, ich finde es einfach nur geil. Ach, das sind die. Ach so, alles klar. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Das sind diese ganzen. Ah, ist das hier mit bei irgendwo was, wofür die alle sind? Ich hoffe doch, oder muss man sich da irgendwie durchkämpfen, wofür das alles ist? Das sind alles so die Abdeckung für Batteriefach und sowas. Alles klar. Alles klar. Wer hat den auf dem rausgenommen, wenn man. Alles klar, jetzt haben wir es. Also sind die immer hier noch so ein paar. Ich denke mal, das sind die Abdeckungen alle für die Batteriefächer nachher. Ja?
Weil ich habe ein Video auch gesehen, wo man hinten den Kopf gesehen hat nachher, wo man eben halt auch Batterien reintun konnte und mit Beleuchtung an war. Und da war gar keine Abdeckung drauf. Und ich habe mir schon gedacht, oh Gott, jetzt haben wir nicht, das Ding kommt ohne Abdeckung. Aber so wie das aussieht, ist die hier mit drin. Und sogar mal jeweils immer in zweifacher Ausführung. Das finde ich cool. Also das finde ich gut gelöst so. Dass es nicht alles so verbaut ist sofort, sondern sorry, ich bin einfach hin und weg gerade von dem Viech. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich das jetzt so hier rauskriege. Das ist schon, boah. Das ist der Wahnsinn. Das ist der reine Wahnsinn. Also wie gesagt, ich hoffe, ich krieg's jetzt so raus. Boah. So, jetzt auch ein bisschen besser. Oder auch nicht wirklich, aber ist egal. Oh. Leck mich doch am Arsch. Also jetzt nur mal so um. Mal drauf zukommen, wie groß das Teil ist. Das ist ja wohl mal geil. Das ist ja wohl mal geil. Also sorry. Das ist der absolute Burner. Das ist der absolute Burner. Wahnsinn. Jetzt muss ich gerade mal. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Hier sind so Plastik. Diese ganzen Plastik. Ich sag jetzt mal Schutz. Dinger. Schutzfolien noch hier dran. An den einzelnen. Ich sag jetzt mal Elementen. Muss ich jetzt mal gerade eben mal abmachen. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Wenn ich jetzt mal gerade aus dem Bild verschwunden bin, ein bisschen nicht wundern. Ich bin auf jeden Fall noch da. Muss nur mal gerade gucken, ob man das jetzt hier alles so abkriegt, wie ich das gerne. Ah, okay, muss man es knicken. Ja, gut, dann verstehe ich auch, warum das so schwer abgeht. Alter Falter! Also ich kann jetzt schon mal so viel dazu sagen, liebe Freunde. Auch wenn ich mache das jetzt laienhaft. Also es gibt natürlich wirklich Kanäle, ich sag jetzt mal nur Dark Schnegge Reviews, der das wesentlich besser hinkriegt wie ich. Aber ohne Scheiß. Das ist der mit Abstand. Mit Abstand. Wirklich mit weitem Abstand. Größte Transformer, den ich bisher gesehen habe. Also Wahnsinn. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das hier so rauskriege mit ein bisschen Hilfe. Ja, damit nicht, aber. Na, jetzt bräuchte ich eigentlich so ein kleines Ding, was ich natürlich jetzt gerade nicht habe. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne, damit will ich es nicht machen. Aber hiermit geht es doch bestimmt, oder? Ne. Ja, ich habe hier gerade so ein kleines. Ich sage ja, wenn es ein bisschen länger dauert, das tut mir herzlich leid, aber das muss jetzt einfach mal eben sein. Gucken, ob ich das damit hinkriege, weil ich habe hier so ein kleines Plastikviech noch dran und das möchte ich gerne weghaben. Bei dem Fuß. Und das stört mich dann schon wieder. Aber ich komme jetzt gerade hier auch nicht irgendwie. Ich habe jetzt gerade hier auch nichts irgendwie Längliches, wo ich jetzt mal gerade. Ja, gucke ich nachher nochmal, ob ich das irgendwie wegkriege. So, erstmal hier mal ein bisschen weiter.
Also, ich hab grad richtiges Herzklopfen. Ich habe gerade richtiges Herzklopfen, weil das Ding ist einfach nur brachial. Also. Ich finde sowas ja immer gut, wenn das immer gut verpackt ist, etc. pp. Aber wenn man dann irgendwie so ein paar Klebeschreste da nicht abkriegt oder sowas, da bin ich dann extremst, ich sag jetzt mal nicht genervt, aber das ist dann eben halt so, ja, wo ich dann sage, das muss nicht unbedingt sein. Aber ja, da gucke ich dann mal irgendwie, dass ich da noch rauskriege, aber das ist immer nicht so tragisch. So, jetzt gucke ich mal eben, dass man hier irgendwie, beziehungsweise dass ich jetzt hier irgendwie gleich mal die Anleitungspunkte durchgehe. Was ich vor allen Dingen auch genial finde an der Figur, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das jetzt, das ist doch hier, genau, das kann man hier so einhaken. So. Mal gucken, mal kurz, dass ich hier. So. Wie gesagt, ich bin noch nicht großartig viel weiter, aber was eben halt geil ist, man kann eben halt, es sind alles schön, die Räder, man kann ihn also wirklich rollen. Also es ist nicht so, als wenn das jetzt ein Transformer wäre, der jetzt einfach nur steht oder was. Nein, man kann es wirklich alles so benutzen, wie eben halt, ich sage jetzt mal den MP10 oder was. Das ist einfach nur geil, das Teil. Also, sorry, das ist einfach nur genial. So, jetzt werde ich mich mal ein bisschen durch die Anleitungspunkte schlängeln. So, da haben wir jetzt erstmal Teil 1, das ist, glaube ich, das hier, ne? Die muss man dann, warte, wie muss man die machen? Die muss man doch hoch machen, okay. Also hatte ich es jetzt eigentlich doch schon so richtig. Na egal. Ja gut. Also liebe Leute bei YouTube, ich will jetzt nicht irgendwie lange drum rum oder sowas, aber es gibt bei YouTube mehrere Videos, da sieht man eben halt, wie der zusammengebaut wird, etc. Bei mir könnte es jetzt ein bisschen länger dauern, aber ich mache jetzt hier einen kurzen Break und dann zeige ich euch gleich, wie der eben halt als Optimus Prime aussieht und eben halt, wie verdammt groß dieses Ding ist. So, liebe Leute bei YouTube, ich bin endlich fertig, das monströse Viech, ich sag jetzt mal, zusammenzubauen. Das ist doch ein bisschen anstrengender, wie gedacht. Aber es hat sich gelohnt. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt so gescheit mal hoch. Also zum Ende des Videos werde ich noch ein paar Bilder mal so hoch, beziehungsweise ins Video, beziehungsweise am Abspann des Videos einblenden, wo ihr den noch ein bisschen genauer sehen könnt, den Optimus Prime. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich ihn so hoch kriege. Alter Falter, ist das ein Megabrich. Ist das ein Brecher, ey. Oh. Das hier ist das gute Stück. Richtig mega geil. Also richtig, richtig cool. Hätte zwar auch noch, wie gesagt, Beleuchtung, also hier bei den Augen etc. pp. Wäre auch noch Beleuchtung mit bei. Aber dafür bräuchte ich erstmal Batterien und so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Aber der übertrifft um Welten. Die Figuren von 3A etc. pp. Also Wahnsinn. Wahnsinnsfigur. Also alleine, man sieht ja schon, wenn ich ihn in der Hand halte, wie groß das Ding ist. Also Wahnsinn. Bin ich überglücklich, dass ich dieses Ding jetzt endlich mein eigen nennen darf. Und so gesehen habe ich mir ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gegönnt.
Also wie gesagt, war leider ein bisschen anderes Video und auch nicht so ganz gut geplant, aber kennt man ja von mir. Hoffe, dieses Video hat euch soweit gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Und ja, dann, falls man sich nicht mehr sieht, schöne frohe Festtage, frohes Fest. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.